Gestern Abend haben die Entwickler ein vorbereitendes Update für die Sims 4 veröffentlicht, welches ein paar neue Objekte ins Spiel hinzugefügt hat. Alles dazu in dieser kurzen Short News. Wie vor jedem neuen größeren Pack wurde auch zu Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack, welches diesen Donnerstag erscheint, ein größeres Update veröffentlicht. Bei den letzten Pre-Pack-Updates wurden meistens immer größere Features und Objekte hinzugefügt. Dieses Update beschränkt sich aber im Gegensatz dazu auf Änderungen im Erstelle einen Sim- und Baumodus, in dem ein paar Kleinigkeiten geändert und verbessert wurden. Im Erstelle einen Sim-Modus können wir uns jetzt über neue Farbalternativen für verschiedene Klamotten freuen. So haben die Entwickler hier bei den Frauen insgesamt 5 Kleider mit 9 mal bunten, mal weniger bunten Farbalternativen bestückt, wo vorher eher nur Schwarz, Weiß oder Grautöne vorhanden waren. Die hässlichste Farbalternative davon ist wohl diese hier, die mit den Pride-Farben zwar an sich eine gute Idee ist, allerdings durch die aneinandergewürfelten Quadrate eher wie ein Zirkuszelt aussieht als ein Kleid, das man zu einem festlichen Anlass anzieht. Aber auch bei den Männern wurden 2 Oberteile mit ein paar Farbalternativen erweitert, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Zu guter Letzt wurden auch noch 3 Gesamtoutfits für Kinder und Kleinkinder mit mehr Optionen ausgestattet. Eines davon stammt aus dem Fröhliche Feiertage Gratis-Pack. Tatsächlich haben wir zudem ein paar neue Cars-Objekte erhalten. Für beide Geschlechter wurde nämlich dieser Bindi in verschiedenen Farboptionen hinzugefügt. Für alle Nagelfans unter euch gibt es jetzt neue French Nails, mit denen ihr eure Sims ab sofort ausstatten könnt. Und zu guter Letzt wurde für Kleinkinder dieses neue Gesamtoutfit implementiert, welches in vielen verschiedenen bunten Farben und Mustern bereitsteht. Das war aber noch nicht alles von den Erstelle 1 Sim-Neuerungen, denn ab sofort könnt ihr jetzt einen neuen Beziehungsstatus wählen, verlobt. Eine längst überfällige Änderung, wie ich finde. Jetzt kann man schnell Sims mit einem Romantikbalken erstellen, ohne die entsprechenden Interaktionen erst im Live-Modus auswählen zu müssen. Aber auch im Baumodus gibt es etwas Neues. Mit diesem Update hält der neue Hochzeitsgrundstückstyp Einzug ins Spiel. Voraussetzung für die Vollständigkeit des Grundstücks ist nur ein Hochzeitsbogen. In der Galerie kann man jetzt also noch ein wenig leichter nach verschiedenen Grundstücken für den wichtigsten Tag im Leben der Sims suchen. Ansonsten wurden noch im Baumodus für 2 Hochzeitsbögen neue Farben eingefügt. Unter anderem könnt ihr jetzt auch eine rosa, regenbogenfarbige Version platzieren. Aber auch diese Holzüberdachung, die übrigens Pergola genannt wird, steht in 9 Optionen bereit. Und ansonsten gibt es jetzt 4 neue Songs im simlischen Radio, die ihr hier seht. Im letzten Video habe ich euch eine Übersicht der neuen Baumodus-Objekte gezeigt. Jetzt kennen wir zudem auch die neuen Cars-Objekte des 11. Gameplay-Packs. So werden wir insgesamt 86 neue Erstelle 1 Sim-Optionen für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder erhalten. Jetzt haben wir auch im Baumodus eine Zahl, wie viele neue Objekte es hier gibt. Insgesamt 80. Aber leider können nicht alle Spieler weltweit das neue Pack spielen. In Russland nämlich wird dieses Gameplay-Pack wegen den 2 heiratenden Frauen aus Trailer und Packcover nicht veröffentlicht. Im Land sind die Gesetze in Bezug auf LGBT+-Themen leider sehr streng, wozu die Entwickler ebenfalls einen Blog-Eintrag veröffentlicht haben. Dieser kam wie zu erwarten extrem schlecht an. Scheinbar könnte das Pack nämlich im Gegensatz zur Aussage im Blog-Eintrag eigentlich normal veröffentlicht werden, wie viele russischsprachige Simmer auf Twitter erklärt haben. Hoffen wir einfach mal, dass sich die Situation wieder klärt und EA vielleicht doch noch das Pack für alle russischen Simmer bei Origin bereitstellt. Was denkt ihr über das Update? Hätte im Zug des neuen Gameplay-Packs noch ein paar mehr Faktoren verbessert und angepasst werden müssen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.